Hallo und herzlich willkommen, liebe Dudes und Dudinen da draußen, da bin ich am Start. Und was ist das denn hier? Vielleicht erinnert ihr euch noch, wir hatten dieses Format Meisterliga TV ja mal am Start mit PES und Werder Bremen. Das war ein Format, das relativ gut bei euch angekommen ist und wo auch viele traurig gewesen sind, sogar in meinem eigenen Umfeld, vom Freundeskreis und vom Bekanntenkreis, dass dieses Format wieder aufgehört hat. Und genau deshalb mache ich dieses Video. Ich möchte eigentlich nur mal von euch wissen, hättet ihr Bock, dass dieses Format Meisterliga TV wieder an den Start geht, wieder in die Studios kommt? Das würde ich ganz gerne von dir, von euch wissen, also schreibt es gerne in die Kommentare. Wie ihr zu meiner Linken und zu meiner Rechten seht, kommen ja demnächst neue Spiele raus. Wir sind in der nächsten Woche auf der Gamescom, da werden wir PES 2016 und FIFA 16 kennenlernen. Und das sind dann ja genau die Spiele, die dann für das nächste Jahr bestimmend auf dem Markt sind, die die Let's Play-Szene beherrschen werden im Bereich Fußball und die es dann ja auch ab, ja, September, Oktober, denke ich mal, zu kaufen gibt. Vielleicht auch schon August, ich weiß gar nicht so genau. Aber auf jeden Fall in den nächsten 3 Monaten dann ja auf dem Markt sind. Auch wir werden diese Spiele Let's Playen. Das bleibt natürlich alles wie gehabt beim Alten. Aber es ist die Frage, soll dieses Format wieder an den Start gehen? Wir haben die Möglichkeit, entweder mit PES, da ist es ja die Meisterliga, so wie es vorher auch war, Meisterliga TV, oder aber über FIFA, den Karrieremodus, Karrieremodus TV, keine Ahnung, man könnte sich da auch einen neuen Namen einfallen lassen. Wenn es gewünscht ist, dass diese TV-Show an den Start geht, ist die Frage FIFA oder PES. Das müsste man natürlich wissen. Oder soll das Ganze sogar auf die Real-Life-Bundesliga bezogen sein? Wobei wir da bedenken müssen, dass wir wenig bis keine Originalszenen verwenden dürfen. Deswegen wird das natürlich ein bisschen schwierig. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt auf eure Kommentare, auf eure Meinung, ob das Ganze wieder starten soll. Deshalb nicht vergessen, dem Video einen Daumen zu geben für gefällt mir und natürlich in die Kommentare zu schreiben, was wir machen sollen. Und dann wird es sicherlich nach der Gamescom oder vielleicht dann auch zum Erscheinen der neuen Spiele ein neues Video geben zu diesem Format. Ob es dann weitergeht oder nicht, liegt also in euren Händen. Ich bin gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Ich werde mir auch jeden einzelnen Kommentar durchlesen, keine Angst. Und ja, dann werden wir uns in einem nächsten Video wiedersehen, um zu schauen, ob es damit weitergeht oder nicht. Ich freue mich auf euch. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Dambo.